Das erste Meisterschaftsheimspiel Saison 22/23 gegen den SC Haaland. Der erste gefährliche Angriff bereits nach wenigen Minuten. Und Teichmann mit dem Abschlussversuch. Nach dieser Aktion springt der Ball genau auf die Hand eines Haalander Spielers. Somit Elfmeter. Helle tritt an und verwandelt sich ja zum 1:0. Auf der anderen Seite dann die Gäste mit einem gefährlichen Freistoß. Der nächste Angriff in der 14. Minute, eingeleitet von Tormann Klose auf Helle. Super Abschluss, 2:0. Nach 25 Minuten wieder eine Möglichkeit. Helle mit dem Abschluss aus Spitzenwinkel. Nach diesem vermeintlichen Foul gab es Freistoß für Haaland. Aber Hofbauer Moritz geht da noch gut dazwischen. Weiter geht's wieder Richtung Haaland-Tor. Sage auf Helle und wieder mit dem Abschlussversuch. Nächster Angriff wieder über rechts. Winterkrise setzt sich da gut durch. Hereingabe und Mischkev mit seinem ersten Saisontreffer. Das war's aber noch nicht mit der ersten Hälfte. Kurz vor der Pause herrlicher Konter. Sagi ideal auf Helle und stellt mit seinem dritten Treffer auf 4:0. Zu Beginn der zweiten Hälfte wurde ein Gang zurückgeschaltet. Viel Platz also für Haaland. Und so verkürzt Besic mit diesem Treffer auf 4:1. Die Antwort darauf gab es keine Minute später von Stürmer Mischkev. Er stellt somit auf 5:1. Auf der anderen Seite Riesenmöglichkeit von Haaland. Der Ball konnte aber noch entschärft werden. Und auch die letzte Szene gehört den Gästen, wo sie in der 77. noch auf 5:2 stellen können. Das war's dann aber. Wir gratulieren zum ersten Saisonsieg. Auch noch einen herzlichen Dank an Christian Winter für die Matchballspende.